Wie du wahrscheinlich gesehen hast, ist das Winter Wildcard Event in FIFA gestartet. Wie bei vielen bisherigen Events gibt es zwei Teams, eins, was eben diese Woche rausgekommen ist, und ein zweites in der nächsten Woche. Was neu bei diesem Event sind, sind die Tokens. Neben den Tokens von dem Icon-Tausch-Event gibt es jetzt noch sogenannte Wildcard-Tokens. Während der gesamten Promo kannst du die Tokens sammeln, entweder bei Aufgaben oder auch bei speziellen SBCs. Einen Token bekommst du beispielsweise bei der Aufgabe von Messias und einen anderen Token bekommst du bei der SBC im Hintergrund. Einen Token bekommst du auch direkt von EA geschenkt, wenn du FIFA startest. Insgesamt gibt es 24 Tokens, die du dir holen kannst. Ein Token wird es auch im Shop geben, da gibt es jetzt aber noch keine genauen Infos zu. Ab dem 26. Dezember kannst du die Tokens dann bei Tausch-SBCs einlösen. Kommen werden auf jeden Fall Günther für 8 Tokens, Daka von Leicester City für 12 Tokens und für 15 Tokens ein 10x85 Plus Pack. Das klingt echt ziemlich stark. Eventuell wird es auch noch Challenges für weniger Tokens geben, das ist aber bisher noch nicht bekannt. Du könntest aber auf jeden Fall Günther und das 10x85 Plus Pack oder Günther und Daka holen. Neben den normalen Spieler-SBCs und Aufgaben hast du bei der Promo also noch mehr Action in FIFA, was unserer Meinung nach auf jeden Fall echt sehr nice ist. Was ist deine Meinung zu der neuen Promo und wirst du dir wohl alle Tokens sammeln? Schreib uns das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wenn dir solche kurzen Infovideos gefallen, lass natürlich auch gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Video.